Hallo, guten Morgen, Leute. Heute habe ich frei. I have a day off today und gestern habe ich was gekauft in Kaufland. Eine Heißluft von Philips, also Airfryer Philips Viva Collection. 800 Gramm Gewicht. Also das ist Heißluftgerät. Ich zeige euch, wir haben. Ich möchte das ausprobieren, weil ich habe so viel über YouTube gehört, dass es gut ist. Kann man von Airfryer kann man grillen, backen, kochen, braten und frittieren. Und es ist schön zu hören, also es ist gut zu hören, was man da machen kann, alles. So, das da hier. Und ich habe schon Unboxing gemacht. Ich verlinke die Videos. Und ja, ich wollte jetzt ausprobieren, vielleicht erstmal eine Pommes zu machen, Pommes zu frittieren. Und ich zeige euch nachher. Also ich habe im Kaufland die Airfryer gekauft für 99 Euro. Ja, das war 119 normalerweise und die haben reduziert für 99 Euro. Und in Amazon habe ich gesehen, das hat 125 Euro gekostet. Und ja, warum? Das ist ja der gleiche und andere Hersteller, aber gleiches Gerät. Und heute ich probiere was Pommes zu frittieren und ich zeige euch nachher, wie ich das mache. Tschüss! Ich habe heute schon ein Unboxing-Video gemacht und ich zeige euch dann nachher. Tschüss! Hallo, ich habe ja ge gesagt, erzählt, dass ich Airfryer von Philips gekauft habe und jetzt probiere ich mal meine Schweinebauch vom Schwein mal frittieren oder braten. Ich zeige euch mal. Ich habe meine Schweinebauch fünf Minuten mit kleinem Feuer gekocht im Wasser mit Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Salz und Lorbeerblatt. Nur 5 Minuten und dann herausnehmen. Ich nehme das raus und dann mit kaltem Wasser spülen und dann abtopfen. Denn danach kann man in den Korb rein oder Airfryer von Philips. Das ist das Schweinefleisch. Schweinebauch. Und Schwein abgetopft. Und dann schneide ich so. Oder mit dem. Das mal alles und dann noch mal abtopfen, dass das Salz sich hält, besser hält. So und dann so viel Salz drauf. Salzen und Pfeffern. Und fertig. Salz und Pfeffer nur. Fertig. So sieht man, so viel Salz drauf geschmiert und dann ab in den Airfryer von Philips. So, das ist der Korb. Das ist das Sieb. Drauf drücken hier. Und das Fleisch rein.
jetzt da reinstecken. So, aber das ist, das mache ich mein Fleisch, meiner Fleisch vom Bauch grillen. Ich mache jetzt auf 200. Nee, 180 erst. So. Auf ganz volle Volle. Das muss also mein Grillfleisch vom Schwein, Bauchschwein, muss man 1,5 Stunden grillen, aber die Zeit ist ja nur jedes, der ganze Zeit ist ja nur 1/2 Stunde. Da muss ich immer gucken und um zu schauen, ob es schon fertig ist. Drehen wir mal. So. Und bis das oben ist, piepst es. Und ich schaue dann drin, ob das fertig ist. So, das ist ein bisschen laut. Das ist vielleicht normal, weiß ich nicht. Mal gucken nachher. Also da steht, kann man frittieren, braten, grillen, ja, und backen. Wir warten, bis das um ist, und schauen wir nachher. Das ist das Ergebnis nach 1,5 Stunden. Knusprig. Kann man auch eine St Nee, das ist ein und ja, 1,5 Stunden, ja. Genau. So, der Korb ist ein bisschen verschmutzt. Und da ist das Öl von dem Fleisch. Also ich habe kein Öl rein, aber das war von der Fleischöl. Braucht man kein Öl rein. Und jetzt probieren wir. Schneide mal durch. Das ist was innen drin. Saftig und knusprig. Sieht lecker aus. Guten Appetit. Guten Appetit. Piep, piep, piep. Mit Reis.